sein. Sein. Das könnte funktionieren. Der Stein ist scharf genug. Wenn ich Pech habe, stürzt zwar die ganze Brücke ein, aber was habe ich schon zu verlieren? Doch nur ein Leben in Schmach und Schande. Genau die richtige Einstellung. So, und mit dem Seil gehen wir nun wieder hoch und versuchen uns an der Glocke. Tatsächlich, der Mönch schafft es irgendwie hier so ninja-mäßig die ganzen Kerzen wieder anzuzünden. Ab, da ist es ja schon. Die Idee ist gut, aber wie bekomme ich das Seil nur da oben fest? Ich hol die Leiter. Nach rechts. Nach oben. Nach oben, nach oben, nach oben zur Leiter. Sie scheint einigermaßen... ich hoffe... Nein, nein, du sollst sie dir wieder mit wegnehmen. Genau, danke. So. Auf zur Glocke. Die kann ich hier leider nirgendwo anlehnen. Ach, Cedric, komm schon. Kann ich vielleicht... Ich habe einen Haken und ich habe ein Seil. Da wird sich doch wohl was machen lassen. Tada! Ein Seil an einem Haken. Wer hätte das gedacht? Oh, können wir es jetzt einfach da dran werfen? Oje, ob das wohl klappt? Ich bin doch so schlecht im Zielen. Naja, was habe ich schon zu verlieren? Huh, das. Boah, ich. Spot, hast du das gesehen? Ich, das. Das. Komm, zieh einfach dran, mein Freund. Brando! Läutest du etwa schon wieder die Glocke? Du elender Idiot! Komm sofort in mein Büro, bevor du noch Kalina aufwächst! Und auf zum Schlüssel. Das ist doch jetzt ganz logisch, was kommt. Der Bando geht zum... wir müssten hier hoch. Bando wird zu ihm hier gerufen, zum Boss Ruben. Und wir können hier rein und können uns den Schlüssel schnappen, von dem ich vermute, dass der für die untere Tür da ist. Ausgezeichnet. Wenn das mal nicht wie ein Boss gelöst war. So, schnell den Schlüssel. Dann raus. Hehehehe. So, und schnell nach unten. Ich bin ja so ein Genie. Gehen wir mal zur Tür und verwenden den Schlüssel da drauf, wenn wir davor stehen. Und Spot kommt uns langsam hinterher gekrochen. So, und Schlüssel mit Tür verwenden. Ja, passt. Ja, genial gemacht. Komm, rein da. Das Horn! Das Horn! Das Horn! Und ein Hocker. Endlich kann ich mich mal setzen. Oh ja, sitzen. Reiß dich zusammen, Cedric. Erst musst du Kalida finden, dann kannst du dich immer noch ausruhen. Okay, dann eben nicht hinsetzen. Was ist denn da drauf? Ein Taktstock, den nehmen wir doch mal mit, nachdem wir uns dann angeschaut haben. Ein Stab für das Nebelhorn? Bando scheint die Sache offenbar sehr genau zu nehmen. Oh Gott, mitnehmen. Oder können wir da das noch was sagen? Der Zahnstocher ist ja zu groß. Ja, das glaube ich auch. Gut, dass du es nicht riskiert hast. Was steht denn drauf? Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Ah, Noten lesen ist ja nicht so schwer. Zumindest, wenn man sie nicht flüssig lesen möchte. La, 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 la. Oh Gott. Ich habe eigentlich eine so schöne Stimme. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja... Dafür ja, mit den Achselhöhlen. Können wir das denn mitnehmen? Sehr schön. Gut, jetzt haben wir das Horn. Das Mundstück des Horns. Noch was? Den Hocker. Ja, können wir da noch was zu sagen? Mein Körper sagt hinsetzen und ausruhen. Aber mein Kopf sagt, erst kann jeder finden. Und gucken sagt auch nichts. Ein Stuhl. Bei uns im Wohnwagen haben wir keine Stühle. Schauen wir uns das Horn an. Ich bevorzuge eigentlich Streichinstrumente. Nicht, dass ich darauf spielen könnte. Um ehrlich zu sein, verspiele ich mich selbst, wenn ich beim Zirkus den Pausengong schlagen muss. Ach ja. Das Horn scheint verstopft zu sein. Das schreit doch nach einem Taktstock.
Das Horn benutzt man, indem man drauf bläst. Soweit reicht mein musikalisches Verständnis noch. Du sollst es auch... Egal, dann nehmen wir halt Spot. Komm, Spot, mach dich nützlich. Krieg mal rein. Ich bezweifle, dass Spot so genug Puste hat, um... Du sollst es auch sauber machen. Okay, dann machen wir es anders. Dann... Probieren wir es mal so. Jawohl, Wasserspot. Ja? Nein, die Hose steckt drin. Bando! Bläst du etwa schon wieder das Nebelhorn? Du elender Idiot! Komm sofort in mein Büro, bevor du noch Kalina aufwächst! Super, das Horn ist wieder frei. Sehr nützlich, Spot. Und dann machen wir mal ein bisschen Feuerwerk. Ich bezweifle, dass Spot so genug... Und ich selber hatte... Er selber hatte auch nicht genug Puste, oder? Das Horn ist jetzt frei, aber ich habe trotzdem nicht genug Puste. Verfluchte Asthma-Lunge. Asthma-Lunge, okay. Egal, wir haben unsere Hose rausgeblasen. Dann schnappen wir und schauen wir uns die erstmal an. Ich habe das Gefühl, diese Hose wird wieder die ganze Welt nochmal sehen. Ist das da etwa Opas Hose? Wer hätte gedacht, dass ich die nochmal wiedersehe? Ich wette, das wird noch eine Art Running Gag. Halte durch, ich rette dich. Du kannst sie wirklich nicht... Wie denn? Ich komme nicht ran. So lang sind meine Arme... Dachte ich mir. Der Taktstock oder die Leiter gleich. Dann probierst du es mit der Leiter. Unmöglich. Wo sollte ich die Leiter denn bitte... Dachte ich mir schon. Okay, dann versuchen wir unser Seil wieder zu bekommen. Ich glaube nicht, dass wir die Glotte nochmal brauchen. Aber ich habe das andere, weil ich das Gefühl, dass das Seil jetzt etwas zu fest ist. Das habe ich doch ganz gut hinbekommen. Ich nenne mein Werk Glockenseil. Das ist vielleicht nicht besonders einfallsreich, aber es trifft den Kern der Sache. Das stimmt wohl. Schnappen wir uns lieber mal. Nicht. Solange Bando noch bei Ruben ist, kann ich ihm... Ja, das dachte ich mir. Okay, ja gut, dann bleibt die Hose erstmal da. Was kann man mit dem Zettel irgendwas machen? Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Solange ich da auch keinen Notenschlüssel sehe, mit dem ich was anfangen kann, kann ich da auch keine Noten lesen. Nur relativ quasi, wie die zueinander versetzt sind. Das bringt auch nicht viel. Okay. Aber jetzt, wo vielleicht der Ruben mit Bando beschäftigt ist, können wir vielleicht da irgendwie wieder verrückte Sachen machen. Da gehe ich jetzt lieber nicht rein. Es sieht so aus, als bekäme Bando... Ja, Bando kriegt gerade eine Standpauke. Sehr schön. Ja, dann gehen wir hier rein. Gibt es denn hier sonst noch was Sinnvolles? Blumen. Irgendwann wird auch die welken. Die sieht ehrlich gesagt jetzt schon verwelkt aus. Man sagt, dass Blumen besser gedeihen, wenn man mit ihnen redet. Ich habe es ausprobiert und... Naja, vielleicht hängt es auch vom Gesprächsthema ab. Ich lasse sie besser, wo sie ist. Bei mir gehen Blumen immer, wenn sagt, es liegt in meiner Ausstrahlung. Okay, mit der Blume können wir auch nichts machen. Okay, sonst noch was Sinnvolles? Die Tür können wir schließen. Dahinter ein Mauseloch. Das Loch ist dunkel und leer, wie meine Zukunft. Ach, irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich hier mit Komputput nicht weit käme. Käse habe ich auch nicht, aber ich habe einen Taktstock. Lieber nicht. Vielleicht kann ich damit etwas Feuerstein locken. Das warum sollte ich das da reinstecken, damit es anschließend nach Maus riecht? Weil es so aussieht wie Käse, ist deswegen egal. Das würde nichts bringen. Die Maus scheint im Moment nicht da zu sein. Und ich verschwende meine wenige Energie an einer Tür, die nicht einmal verschlossen ist? Ich bin so jämmerlich. Was hat er am Anfang gesagt? Wenn da überhaupt ein Rad fehlt, dann ein Hamsterrad. Achso, okay. Leiter, Zettel, nein, okay, das bringt nichts. Wobei, doch, ich riskiere es mal musikalische Mäuse. Komm, ihr könnt doch bestimmt singen. Warum sollte ich da, damit ich... Okay, nein. Unser Freund Spot... Sieh mal, Spot, hier ist eine Wohnung frei geworden. Dachtest du etwa, du könntest auf ewig bei mir wohnen? Okay, Wasser, Spot, vielleicht einmal alles raus. Sieh mal, Spot, hier ist... Dachtest du etwa... Und Feuerspot sollte ich vermutlich nicht verwenden, aber ich riskiere es einfach mal. Sieh mal, Spot, dachtest okay, du etwa... dasselbe. Okay, noch mehr Kerzen. Vielleicht kommt... Wenn ich die Kerzen ausmache und Spot ausmache...
Dann kann ich vielleicht hier diesen Vogel irgendwo herauslocken. Der sich vermutlich im Mauseloch versteckt hat. Irgendwie habe ich den Eindruck. Hier ist sonst nichts mehr, oder? Nein, gehen wir nochmal raus. Wir haben noch einen Schalter und wir haben eine Axt. Meine Güte, was ich alles übersehen habe. Ich hoffe, die ist zum Holzhacken gedacht. Selbst wenn nicht, wir haben sie jetzt. Gut, Mechanismus, ein Schalter, eine Tür, ein Schrank, ein Schraubstock. Die Tür kriegen wir vermutlich nicht so auf. Nein, die Tür ist zu massiv, um sie aufzubrechen. Oder ich bin zu schwach. Eins von beiden. Beides, Hedwig, immer ist es beides. Ah! Was? Puh, es ist nur ein Schalter. Für einen Moment dachte ich, es sei ein... Wütender Höhlentroll, schon wieder abgebrochen aus Versehen. Meine Güte, Hedwig, reiß dich mal zusammen. Ich sollte mit diesem Kerl im Nebenraum darüber reden. Der weiß sicher, wie man das hier bedient. Wir drücken ihn einfach mal. Nichts. Das dachte ich mir. Aber wenigstens sind die Lampen diesmal ausgeblieben. Okay. Ja. Puh. Mit der Axt mal das Mauseloch aufhacken. Das würde nichts bringen. Die Maus scheint nicht da zu sein. Ja, egal. Ah, ich habe eine Idee, was wir machen können. Wir gehen nochmal hoch zu Bando und Ruben. Lehnen die Leiter an, aber gehen mal nicht rein, sondern gucken mal, ob wir da durchspähen können und mitkriegen, über was die reden und was da drin so vor sich geht. Leiter an den. Jetzt schauen wir nur mal rein. Ach, verdammt. Da gehe ich jetzt lieber nicht. Es sieht so aus. Verdammt, jetzt ist die Option rein. Gucken weg. Ja, dann nehmen wir die Leiter mal mit und gucken, ob wir es hören. Hallo, Ruben? Er schläft wohl. Nein, er hält eine Standpauke. Da oben brennt. Mehr kann ich von. Okay, wir lassen die Leiter erstmal hier. Puh, okay, was kann denn sonst noch machen? Wir haben jetzt Noten, einen Taktstock, eine Axt. Und wir haben ein leeres Haus. Ich glaube, jetzt müssen wir uns langsam mal daran machen, das Zahnrad zu reparieren. Ich mach mal nochmal die Lampen hier aus. Ja, hier haben wir, keine Fabrik, aber zumindest ein Teil der Fabrik, die irgendwie Anzeigen hat und einen Schalter, der aber nichts bringt, scheinbar, solange die Tür nicht, solange die Fabrik nicht läuft. Ja, da waren wir auch schon drin, da war nichts Spannendes. Hier ist die Hose, wo ich weder weiß, wie man drankommt, noch was sie mir bringen soll, wenn ich sie dann habe. Mache ich einfach fleißig mal weiter hier die Kerzen aus. Vielleicht schaffe ich es, ein paar der Yakis hier zu locken. So, und bevor ich hier wieder gehe und die Kerzen wieder an sind, mache ich mal hier weiteren Kram. Diese Hose, da muss man noch irgendwie... Vielleicht kann ich irgendwie... Dafür bräuchte ich eher eine Art Musikinstrument. Taktstock und Schaufel. Der Dirigentenstab eignet sich nicht als Schaufelstiel. Er ist zu schmächtig, zu schwach und er leidet unter schrecklichen Albträumen. Oh, das bin ja ich. Nein, okay, das dachte ich mir schon, dass das nicht klappt. Kann ich vielleicht die Leiter in Stücke? Nein, die Leiter brauche ich nur, um an entfernte Dinge ranzukommen. Okay, Die Axt ist noch scharf genug, die muss nicht geschärft. Da fehlt kein Kom... Meine Güte, das ist ja echt... Nein. Die Leiter braucht. Ach, natürlich. Ich habe eine Axt und wir hatten da unten diesen Mast, den wir nicht abbekommen haben. Damit können wir dann vermutlich zumindest schon mal die Schaufel fertig machen. So, komm, Cedric, gib Gas. Und geh hier zum Mast. Und hack ihn ab. Das dürftest du jetzt doch hoffentlich schaffen. Na dann mal los. Jawohl. Super. Der Mast ist kaputt und ich habe Muskelkater. Was fällt mir wohl als nächstes ein? Du hast nur einmal geschlagen, Cedric. Passt perfekt. Ich sollte diesen Augenblick des Triumphes auskosten. Schon vorbei. Mist. Und schon ist er vorbei. Ich wusste, dass sowas kommt. Okay, yay. Ich habe eine epische Schaufel. Ja, gut. Okay, ich habe eine epische Schaufel.
Ja, super. Was soll ich sagen? Ich bin begeistert. Aber vielleicht ist jetzt Ruben wieder weg und ich kann mich nochmal reinschleichen. Hier geht's zurück, hier sind die Kerzen, hier ist das Glockenseil. Und das ich vermutlich auch nicht wieder abkriege. Was habe ich hier hingehängt, um dich reicht das etwa nicht? Nein, ich möchte das gerne haben, um an die Hose zu kommen, Cedric. Das kriege ich wohl nicht wieder ab. Was habe ich hier hin? Reicht das? Schwieriger als ich dachte. Mit der Schaufel kann ich davon auch nichts machen. Nein, mit der Schaufel komme ich da nicht ran. Wie ich mir dachte. Da war auch nichts mehr, da war nur ein Horn, das man zwar blasen konnte, aber was gar keinen Effekt hatte. Es sei denn, ich habe eine Idee, ich blase das Horn jetzt nochmal, seitdem es frei ist. Bläst du etwa schon wieder das Nebelhorn?